Ja, hallo zusammen. Dann nochmal herzlich willkommen zu Tag 2 in unserem dritten Bootcamp Builderall Marketplace Affiliate. Ja, was möchte ich heute mit euch machen? Heute ist das Thema Traffic. Also hauptsächlich unterhalten wir uns heute über Traffic. Was ist Traffic? Woher kommt Traffic? Was gibt es da für Unterscheidungen? Ja, grundsätzliche Unterscheidung bei Traffic, also wir fangen, glaube ich, erstmal an, was ist Traffic überhaupt? Traffic ist wieder so ein englischer Begriff. Ja, Traffic direkt übersetzt bedeutet Verkehr, also Straßenverkehr oder sowas. There's much traffic on the road, ja. In unserem Zusammenhang hier im Online-Marketing allerdings bedeutet Traffic eben der Verkehr oder der Durchsatz, der auf eurer Seite stattfindet. Oder auf eure Werbeanzeige. Ja, also Traffic ist hier eben da so zu verstehen, eben die Summe der Leute, die auf eure Seite kommt. Das bedeutet hier in dem Zusammenhang Traffic. Und dann wird bei Traffic unterschieden einmal in Organic Traffic und in Buy Traffic, also in organische Traffic sind quasi echte Nutzer, die aufgrund von eigener Entscheidung aufgrund von eigener Recherche bei euch landen und euch dann followen oder liken. Ja, und im Gegensatz zu der bezahlten Traffic, die dann eben über eine Ad-Werbung oder sowas gelaufen ist, das heißt, ihr habt an irgendeiner Stelle Geld ausgegeben, das können Solo-Ads sein, das kann über eine Werbeanzeige gelaufen sein, was auch immer, aber es ist dann eben bezahlter Traffic, bezahlter Nutzerumsatz auf der Seite. Und diese beiden Sachen werden eben unterschieden, einmal organisch und einmal bezahlt. Ja, und wir sind auch schon mal so ein bisschen auf organischen Traffic eingegangen im ersten Bootcamp, im Lead Magnet Bootcamp, weil da sich ja auch die Frage stellte, wie kriege ich denn jetzt diese Leads, also meine zukünftigen Kunden, meine potenziellen Kunden, überhaupt auf meine Seite. Und in dem Zusammenhang haben wir uns da auch schon mal über Traffic kurz unterhalten. Ja. Organische Traffic, der würde ich grundsätzlich immer erstmal den Vorzug geben, und zwar aus zweierlei Hinsicht. Warum ist es sinnvoll, organische Traffic aufzubauen? Ja, zum einen, weil es eben echte Traffic ist, echte Follower sind, Leute sind, die wirklich auch ein Interesse an euch haben und nicht irgendwelche Bots oder gefakten Sachen oder sowas, was bei gekaufter Traffic schon mal der Fall sein kann. Das Problem habt ihr bei organischer Traffic so direkt eigentlich eher selten. Und ja, warum ist organische Traffic noch gut? Weil sie im Zweifel eben nichts kostet. Ja, es ist eine kostenlose Art, Kunden zu generieren. Und darum ist es immer empfehlenswert. Ja, wo kann man jetzt für Traffic sorgen? Also dafür ist euch bestimmt klar, nutzt man eben die sozialen Medien, ja, also Social Media. Ob das jetzt Facebook ist oder ob das Instagram ist oder ob das YouTube ist oder ob das Snapchat ist oder was es alles an Plattformen gibt. Ja, LinkedIn, Xing und was haben wir nicht alles. Und die organische Traffic, die ihr generieren könnt, hängt auch immer so ein bisschen davon ab, auf welcher dieser Plattform bin ich unterwegs. Ja, also ihr habt pro Plattform immer unterschiedliche Zielgruppen, die sich da aufhalten. Instagram ist jetzt eher so für jüngere Leute, Facebook dann eher so ein bisschen für die älteren Semester. Snapchat für sehr junge Menschen, meistens so, ich sag mal, unter 18 oder bis 18 Jahre alt, ja, von 18 bis 24 roundabout. Das kann man auch so genau immer nicht sagen, das hängt auch mal ganz stark natürlich auch von eurer Nische ab, aber so en gros, sage ich mal, sind auf Instagram eher jüngere Leute zu finden, wie dann auf Facebook und umgekehrt. Und so müsst ihr da auch gucken, in welcher dieser Social Media Plattformen lohnt es sich für euch dann, ja, da Traffic aufzubauen, organische. Weil, wie so oft im Leben, ne, ihr wisst ja immer, es gibt immer diese Waage. Wenn ich auf der einen Seite was wegnehme, ja, dann wird es auf der anderen mehr und die Waage kommt immer ins Ungleichgewicht. Und hier ist es im Endeffekt jetzt mit dem Traffic erzeugen genauso. Das heißt also immer, wenn ich wenig Geld ausgeben will, werde ich Zeit investieren müssen, ja, und umgekehrt. Also wer keine Zeit hat, muss Geld in die Hand nehmen und wer kein Geld hat, muss Zeit in die Hand nehmen. Ja,
beides adäquate Möglichkeiten, um hier Traffic zu generieren. Aber wie gesagt, das hängt auch immer von der individuellen Situation ja so ein bisschen ab. Habt ihr das Geld überhaupt dafür über? Wollt ihr das dafür ausgeben? Oder habt ihr die Zeit und braucht das gar nicht ausgeben? Das sind alles so wichtige Punkte, ja? Und da steht ja auch jeder an einem anderen Punkt von euch. Also wer vielleicht wenig Zeit hat, wird wohl mit ein bisschen mehr Geld arbeiten müssen. Und wer eben mehr Zeit hat, braucht an der Stelle ein weniger großes Budget, um dasselbe zu erreichen. Ja, aber es ist immer eine Möglichkeit, also auch ohne Geld hier für Traffic zu sorgen. Das sei immer noch mal wirklich dazu auch gesagt. Es dauert ein bisschen länger, aber es geht durchaus auch sehr gut. Okay, ja, gute Möglichkeiten für uns an der Stelle und wo ich heute erstmal drauf eingehen möchte, sind die beiden, denke ich, wohl so wichtigsten, mal abgesehen jetzt von Google. Google ist ja aber auch kein soziales Netzwerk in dem Sinne, ja, wobei ich jetzt gleich auf YouTube eingehe, so ein wirklich soziales Netzwerk. YouTube ist ja eher eine Videoplattform, ob man das dann als soziales Netzwerk bezeichnen kann an der Stelle. Ja, aber auf die beiden möchte ich erstmal eingehen, auf Facebook und auf YouTube, weil es, denke ich, hier an der Stelle die einfachste Sache ist, überhaupt mal Fuß zu fassen, loszulegen und erstmal für organischen Traffic sorgen zu können. Das ist einfach über die beiden Plattformen der einfachste Weg am Anfang. Ja, später Google und sowas, da muss man wieder Ahnung haben von SEO Optimization, man braucht Backlinks und so weiter. Das ist schon wieder eine recht komplexe Geschichte. Darum möchte ich hier mit euch erstmal bei Facebook und YouTube starten. Das andere ist auch immer noch mal Thema, das wird auch noch mal Thema sein, das werden wir mitverarbeiten hier in den Bootcamps. Aber wie gesagt, das ist dann, denke ich, eher was für Fortgeschrittene und kommt dann hier in den Bootcamps mal an späterer Stelle wieder zur Sprache. Ja, okay. Die Frage ist immer, ja, wie gehe ich jetzt vor oder wie kann ich damit umgehen? Was mache ich überhaupt? Wofür brauche ich Traffic? Wie gehe ich mit dieser Traffic um, wenn ich welche habe? Ja, was soll das Ganze? Also Sinn bei uns ist ja, wir sind ja hier jetzt in dem Kurs Marketplace Affiliate. Da nochmal bitte dran denken. Und worum geht es hier in dem Kurs? Ja, wir wollen ja irgendwo unseren Affiliate-Link platzieren. Ja, das heißt unser Affiliate-Produkt verkaufen. Das ist ja das Ziel hier in dem Kurs. Ja, Marketplace Affiliate. Und ja, wie gesagt, um eben unseren Affiliate-Link irgendwo zu platzieren und den zu publizieren, brauchen wir eben diese Traffic. Und so würde ich jetzt auch an der Stelle vorgehen und sagen, ja, ich gehe zum Beispiel zu YouTube und mache dort entsprechend, ja, eigentlich keine Werbung, sondern ich setze da meinen Link rein oder eben bei Facebook. Ich habe euch das, glaube ich, schon mal gezeigt. Ich gebe dazu mal mein Bildschirm frei, dann ist das ein bisschen verständlicher. Wir springen mal gerade, nicht ins Bilder-All heute, sondern wir springen mal hier in mein YouTube-Profil. Das ist jetzt mein privates Facebook-Profil. Und ja, wie gehe ich jetzt hier an der Stelle vor? Ich überlege mir halt, was ist mein Affiliate-Produkt? Also da hätte ich von euch jetzt vielleicht auch ganz gerne mal gehört. Was ist euer Produkt? Oder habt ihr euch, gestern war ja die Hausaufgabe, euch mal mit ein paar Produkten zu beschäftigen. Habt ihr euch da schon was rausgesucht? Habt ihr schon irgendwie was gefunden an Produkten, wo ihr sagt, das wäre für mich interessant, da Affiliate zu sein? Gerard hat schon was? Magst du gerade erzählen, Gerard, was du da gefunden hast? Ja, ich habe ja in unserem Funnel quasi, habe ich ja letztens, habe ich mal angefangen, habt ihr ja die ja quasi als Affiliate gebaut, ne, und hatte ja schon Sachen rausgesucht, ne? Ja. Und da hatte ich halt bei Digistore24 hatte ich halt die, weiß ich nicht, drei Produkte gefunden. Ich glaube auch einen Videokurs, der halt ganz interessant war. Mhm. Ja, schön. Also reicht auch wieder für ein Sellen, Upsellen, Downsellen und so weiter, ne? Ja, was genau war das noch für ein Kurs, Gerard? Was für ein Thema hat das? Ich bin ja immer noch, eigentlich jetzt noch komplett im Fitness-Thema. Ah ja, also auch Thema Fitness wieder. Ja, okay. Ja, es läuft gerade ganz gut. Ja,
Du, ja, warum auch nicht? Hm? Okay, ja, Moment, ich schreibe mir das gerade mal hier einmal mit. Und zwar sagen wir mal hier Thema Fitness. Lieber Thema Fitness, Gerard, oder eher Diät? Ja, du, das ist so, das ist ja eigentlich ein Komplettpaket. Das ist halt so, ja, gesunde Ernährung, ne? Bewegung, ja, und so weiter, ne? Also ich schreibe hier erstmal Fitness hin, dann kommen, gehen wir da gleich nochmal drauf ein. Okay, hat noch jemand vielleicht irgendwie so eine Topic, nach der wir mal suchen können, nach der wir mal gucken können? Dann können wir das anhand dessen hier nämlich direkt mal ein Beispiel machen. Das ist am einfachsten. Vincent? Also ich hatte jetzt wieder was zum Thema Nischenmarketing gefunden. Ja, okay. Nischenmarketing, ja, nehme ich mal mit auf hier. Nischenmarketing. Okay, weil dann gucken wir uns das direkt an diesen Beispielen an. Dann ist das, denke ich, am schönsten und für euch auch, bringt das einfach am meisten, ne? Dann zeige ich euch jetzt mal, wie ich da entsprechend vorgehen würde. Wie kann ich jetzt Traffic erzeugen für diese beiden Themen? Wir haben ja einmal das Thema Fitness von Gerard und einmal das Thema Nischenmarketing von Vincent. Und wie genau gehe ich da jetzt vor, um eben organische Traffic zu bekommen? Und ja, wie ihr seht, wir sind jetzt hier in meinem Facebook-Profil. Und was ich jetzt einfach mache, ist eigentlich, das ist auch kein Geheimnis und nichts Weltbewegendes. Ich gehe hier oben einfach in die Facebook-Suchfunktion und suche jetzt nach diesen Begrifflichkeiten. So, der Gerard hatte was mit Fitness. Da gebe ich jetzt auch erstmal ein hier Fitness. Jetzt macht er hier schon einige Vorschläge. Ich nehme hier direkt mal oben dieses Fitness. So, und jetzt suche ich speziell hier oben in der Leiste, tak, 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 danach Gruppen. Ja, da klicke ich jetzt auf Gruppen, sodass er mir nur die Gruppen anzeigt. Und jetzt sehe ich alle Gruppen, die hier in der Suche oder im Titel Fitness haben. Und ihr seht schon, klar, bei dem Thema war nicht anders zu erwarten. Also gibt's einiges an Gruppen. Ja, das ist also eine ganze Ecke. Hier, ich scroll nochmal weiter runter. Also das ist wirklich ja, sehr reichhaltig. Und ja, wie gehe ich da jetzt vor? Also folgendermaßen, ich gucke mir jetzt einfach hier mal die Gruppen an und würde das jetzt entsprechend eingrenzen. Darum auch vorhin meine Frage, ja, was ist es denn genau? Ist es Fitness, ist es Diät, ist es Ernährung? Und jetzt sehen wir hier schon, ja, das Problem haben hier wohl alle, das genau auf eins festzulegen, weil es ja auch wirklich so ein bisschen ineinander greift, klar. Und das ist immer so, sag ich mal, das, was ich mir jetzt überlegen würde. Also ich gucke jetzt eben nicht nur in der Spitze meiner Zielgruppe, sondern überlege mir vielleicht auch nochmal hier und da was für die Breite. Aber gut, wir haben jetzt erstmal Fitness. Man sieht, hier ist ganz viel drin an Gruppen und jetzt gucke ich halt, was könnte zu Gerards Thema da besser passen. Also Kraftsport, ja, weiß ich nicht, Gerard, das kannst du jetzt am besten entscheiden, aber ich glaube, das ist es eher nicht so, ne? Und hier mit Bodybuilding, ich glaube, das ist es auch nicht so ganz. So, dann gibt es hier Fitness-Junkie. Ja, den kann ich mir, wenn mich das interessiert, mache ich jetzt Folgendes. Ich klicke da nicht mit dem Linksklick drauf, weil dann springt er da rein in das Profil und dann muss ich jedes Mal oben neu die Suche wieder machen. Also an der Stelle mache ich jetzt einen Rechtsklick und sage hier Link in neuem Tab öffnen. Das ist egal jetzt mit welchem Browser ihr das macht. Das sollte jeder Browser anbieten. Und jetzt macht er mir das hier oben in einem neuen Tab auf und da kann ich mir das jetzt angucken. Ja, und jetzt gucke ich mir halt so Infos zu dieser Gruppe an. Also er hat hier 38.000 Mitglieder. Das ist natürlich schon mal eine ganz ordentliche Ansage. Es handelt sich um eine geschlossene Gruppe. Ja, und jetzt versuche ich hier halt so ein bisschen Infos rauszukriegen. Seit wann gibt es die Gruppe? Seit 2017, also 2 Jahre alt. Das gefällt 26.000 Personen. Ja, leider sieht man hier jetzt keine Posts vorab. Also einige Gruppen veröffentlichen auch einen Teil ihrer Beiträge. Dann, das wäre natürlich jetzt ein bisschen spannender gewesen an der Stelle. Dann hätte man hier und da schon mal lesen können, ob das vom Inhalt her das ist, was wir suchen. Ja, und ob da gute Fragestellungen drin sind, die zu Gerards Thema oder zu Gerards Buch passen. Da würde ich jetzt immer so ein bisschen nachgucken. Und gut, hier haben wir das jetzt nicht. Wir hatten ja noch genug, also springe ich an der Stelle halt hier oben im Tab wieder zurück und nehme mir nochmal den nächsten. Vielleicht ist dies hier interessanter. Fitness, Training, Ernährung, Gesundheit. Gucken wir uns den mal an. Auch wieder Rechtsklick, neuer Tab. Und da gucken wir hier mal rein. So, hier ist eine Beschreibung für alle, die auch trainieren und mehr über Training, Ernährung und Nahrungsergänzung wissen möchten. Du willst wissen, welche Nahrungsmittel.
Ergänzungsmittel dir wirklich was bringen. Okay, das hat also anscheinend so ein bisschen mehr einen Schwerpunkt auch auf Nahrungsergänzungsmittel an der Stelle, also vielleicht auch noch nicht ganz so ideal. Change Your Life, Fitness, Ernährung und Wohlbefinden. Da sind es aber ein paar wenig Mitglieder. Low Carb, das ist ja wieder eher so eine spezielle Geschichte. Ne? So, hier ist was. Get Fitness, Diät und Ernährungsaustausch. Ja, vielleicht gucken wir da gerade nochmal mit rein. Infos, Abnehmprogramm. Okay, das hat jetzt wieder mehr was tatsächlich mit Abnehmen zu tun und weniger mit Fitness an der Stelle. Aber ihr seht schon, also so versuche ich hier, mir Gruppen rauszusuchen, wo ich denke, ja, das passt zu meinem Thema, zu meiner Nische, die ich mir gewählt habe. Ja, und wie gehe ich jetzt im Folgenden weiter vor? Wenn ich jetzt sage, okay, hier, so wie hier, das ist eine Gruppe, die mich interessiert, dann gehe ich einfach auf Gruppe beitreten und warte halt ab, ob die mich annehmen. Und ich glaube, das habe ich letztes Mal auch schon gezeigt. Ich mache mir hier dann immer so Lesezeichen. Moment, ich mache den Browser mal gerade groß. So, ich glaube, so sieht man es ein bisschen besser. Und jetzt habe ich hier zum Beispiel ein Lesezeichen Facebook-Gruppen. Und in dieses Lesezeichen, da packe ich mir immer alle Gruppen rein, wo ich eine Gruppenanfrage gestellt habe. Und ich schreibe mir auch an das Lesezeichen hinten mit dran, wann ich die gestellt habe, weil einige Gruppen sind nämlich tot, sonst wartest du ewig. Ja, so wie hier zum Beispiel die Gruppe ist erstellt am 3. November 2014. Gut, jetzt ist hier der Zusatz, wurde dann 2018 nochmal geändert. Insofern ist die wahrscheinlich auch noch aktiv, aber wenn hier nur 2014 steht, passiert es auch schon mal gerne, dass du dann dich da anmeldest und es kommt gar keine Rückmeldung, weil die Gruppe ist gar nicht mehr aktiv. Okay, darum schreibe ich mir da immer noch mal das Datum zu hinter. Dann weiß ich nach 8 Wochen, da meldet sich auch keiner mehr, dann kann ich die Gruppe wieder löschen. Gut, aber grundsätzlich, also wie gesagt, ich suche mir hier so Gruppen, versuche in den Gruppen angenommen zu werden. Normalerweise wird man das auch, da spricht meistens nichts dagegen und nehme dann eben hier oben aus dem, ne, jetzt ist hier bei mir das Fenster wieder vor, hier oben kopiere ich mir quasi den Browserlink raus, lege ich mir dazu ein Lesezeichen in die Facebook-Gruppe. Und wenn ich jetzt angenommen werde, dann sortiere ich mir das hier in meine Tage und gucke halt, ja, pack mir die Facebook-Gruppen rein. Bei diesen beiden poste ich montags, in diesen beiden Gruppen poste ich immer dienstags, in diesen beiden poste ich immer mittwochs und so weiter. Ja, das ist erstmal das grundsätzliche Vorgehen. Und ja, was mache ich da jetzt? Was poste ich da? Ich gucke halt in so einer Gruppe, keine Ahnung, ich gehe mal hier in irgendwie eine rein. Welche nehmen wir denn mal? Hier zum Beispiel die von der Katharina. Das ist auch eine sehr gute Gruppe, kann ich euch nur empfehlen, da auch mal beizutreten. Katharina ist auch Affiliate der Bilderall-Plattform, ist also quasi unsere Kollegin sozusagen. Und die Katharina Kieselewski ist ganz fit im Bereich hier Marketing, Social Media Marketing und sowas. Lohnt sich also auch immer hier mal in Katharinas Gruppe reinzuschauen. Die nennt sich Katharinas Marketing Community Affiliate Marketing Facebook Ads. Ja, und wie gesagt, Katharina ist da sehr fit, lohnt sich auch mal hier in die Gruppe zu schauen. Okay, ja, was mache ich jetzt hier in so einer Gruppe? Auch so wie in Katharinas Gruppe hier, ich lese mir zum Beispiel hier die Posts durch und gucke dann, was schreiben die Leute so. Und genau, hier gibt es dann so Sachen, hallo Leute, kann mir jemand eine Prepaid-Karte für Online-Bezahlung empfehlen? Und da versuche ich dann nach Möglichkeit zu posten und dem zu helfen. Ja, versteht ihr? Und so mache ich das immer bei mehreren Fragen. Ich gucke halt, gibt es hier irgendwo ein Problem, wo ich mit meinem Wissen speziell helfen kann. Wir hatten ja jetzt hier das Beispiel mit Gerard mit Fitness. Das heißt, gibt es irgendwo ein Thema, der eine schreibt, keine Ahnung, ich suche ein Rezept für Würstchen, die nicht so dick machen. Und Gerard sagt, hey, Mensch, klasse, habe ich doch gerade noch eins rausgesucht gehabt. Prima, kann ich gerade eins zu posten. Ja? Und so macht ihr euch in den einzelnen Gruppen. Und es gibt mehrere Gruppen. Also meldet euch in ich weiß nicht wie viele Gruppen an. Ihr könnt auch an der Stelle eben so ein bisschen quersuchen. Also ich gehe hier nochmal bei der Katharina gerade wieder raus, weil das nicht zu unserem Beispiel passt. So, hier haben wir wieder einen Fitness-Junkie. Gehe nochmal zurück. So, und jetzt nehme ich mir hier also alles, wo ich denke, dass das passt. Keine Ahnung, von Frau zu Frau Bodybuilding, nee.
Vegan Bodybuilding und Fitness, Functional Fitness, 10 Weeks Fitness, Food and Fitness Guide, die 10-Wochen-Challenge, 245 Mitglieder, ja, das sind vielleicht ein bisschen wenig, aber hier sowas wie Functional Fitness noch. Und da würde ich dann auch eben beitreten und auch wieder versuchen, dort entsprechend was zu posten und durch meine Posts eben positiv als Experte aufzufallen. Ja, und dann, wenn ihr, ich sag mal jetzt, ich habe da auch wieder so diese Regel wie aus dem E-Mail-Marketing. Ich würde immer mindestens 7-mal guten Content posten und 7-mal sehr gut weitergeholfen haben, bevor ich überhaupt irgendwas zu meinem Produkt an verliere. Ja? Also ich sage hier, keine Ahnung, wenn ihr eine Frage hat, wie geht dies, wie geht das, habe ich mindestens 7-8-mal in der Gruppe vorher geantwortet, bevor ich mir dann mal einmal vielleicht erlaube, darauf hinzuweisen, dass wir auch Bootcamps von Builderall haben und man da auch gucken kann. Aber ohne einen Link zu posten, wohlgemerkt. Das schreibe ich da so rein und schreibe da dann rein, hey, wenn dir meine Hilfe an der Stelle geholfen hat und du möchtest noch mehr tolle Inhalte, dafür haben wir Builderall Bootcamps, dann schreib mir doch eine persönliche Nachricht. Und dann kann er mir eine persönliche Nachricht schreiben und da kann ich ihm dann zurückschreiben, hier ist der Link, guck da doch mal rein. Okay? Dann lauft ihr auch nicht Gefahr, aus der Gruppe rauszufliegen. Und andersrum wäre es auch möglich, ich habe 7-mal was guten Content gepostet und sehe jetzt halt, dem würde aber jetzt nur mein Link tatsächlich auch weiterhelfen. Das kann ich also verbal gar nicht so schreiben, sondern ich sehe jetzt, wäre eigentlich jetzt der Link wirklich angebracht. Dann würde ich immer den Administrator der Gruppe eben anschreiben und sagen, Mensch, guck mal, der hat das gepostet, ich würde gerne meinen Link schicken, ist das in Ordnung für dich? Okay, so könnt ihr da vorgehen und so werdet ihr eure Affiliate-Links los an der Stelle. Ja, das ist organisches Marketing. Und ja, jetzt machen wir das Ganze nochmal einmal für Vincents Thema. Vincent hatte Nischenmarketing. Und auch hier gucke ich nach Facebook-Gruppen. Gruppen, Nischenmarketing. Zu Nischenmarketing gibt es so noch nichts in Facebook. So, aber wir können gucken, was gibt es denn vielleicht alternativ, wenn es zu Nischenmarketing nichts gibt, gibt es vielleicht was zu Marketing. Ja, Marketing-Community, Marketing im 21. Jahrhundert, Online-Marketing-Unternehmer, Network-Marketing, Network-Marketing-Germany, Marketing-Camp, Affiliate-Marketing, Bitcoin, Nebenjobs, Marketing, Social Media und Network Marketing, Affiliate Marketing. Ja, also wie gesagt, direkt mit Nischen Marketing wäre jetzt nichts dabei, aber auf jeden Fall eine Menge mit Marketing. Und vielleicht kann man das nochmal umdrehen und hier nochmal sagen Nische. Vielleicht findet er da was zu. Nische Marketing Online ist hier ein Mitglied, das bringt es ja nun nicht. Nochmal wieder zurück. Aber hier zum Beispiel gibt es ja jede Menge zu Marketing. So, Network Marketing ist jetzt natürlich ja gerade was total anderes. Aber wir haben hier zum Beispiel Jakobs Marketing Camp. Können wir uns mal angucken. Nee, das macht, glaube ich. Ja, guck, hier sind zum Beispiel so Fragen. Hallo Jakob, kannst du mir bitte helfen oder mir zeigen, wie ich nur 3-mal am Tag mein E-Book verkaufen kann? Ich wäre sehr dankbar sein. Gegen trockene Haut, Squeeze-Page. Guck, und guck jetzt, hier hat die Doris zum Beispiel was geantwortet. Schau dir deine Anzeige an, da sind relativ viele Schreibfehler. Wie kann ich eine Creme per E-Mail zugeschickt bekommen? Irgendwie sitze ich... Okay, ja? Und so könnt ihr auch jetzt, wie Doris das hier gemacht hat, dazu was schreiben, versuchen den Leuten zu helfen. Und auch hier wieder, wenn ihr 7, 8, 9, 10-mal entsprechend guten Inhalt hier gepostet habt, habt den Leuten geholfen, dann ist es mit Sicherheit auch mal angebracht oder dann darf man auch mit Sicherheit mal sagen, hey Mensch, wenn dir die Antwort geholfen hat und dann guck doch mal auf meiner Seite. Dann ist das auch mal okay. Oder schreibt mir eine persönliche Nachricht, wenn dich das interessiert. Oder wie gesagt, ihr schreibt eben den Administrator an und sagt, ey, darf ich da mal meinen Link posten? Okay? Und je mehr ihr in diesen Gruppen seid, je mehr ihr helft, je mehr ihr da vertreten seid, umso bekannter werdet ihr. Das ist halt der Trick dabei. Und ihr werdet in den Gruppen immer als Experte wahrgenommen.
Und dazu sei auch nochmal ein Hinweis gegeben, was nicht gut kommt, ist hier oben einen Beitrag reinhauen, posten, den kopiere ich mir und haue den auch in meine 10 anderen Gruppen. Ihr könnt immer davon ausgehen, dass die Leute aus diesen Gruppen Marketing auch in mehreren Marketinggruppen drin sind und dann bist du nämlich nachher der in allen Gruppen immer dasselbe postet. Irgendwie doof. Ja? Dann bist du nicht Experte, dann bist du der Doofi, der immer alles 10-mal postet. Okay? Also da seid bitte auch individuell. Ich nutze da an der Stelle keinen Bot, keine vorgefertigten Dinger, keine E-Mail-Swipes, keine Vorlagen, kein Paste and Copy. Ende schreiben. Ja, klar, das dauert natürlich an der Stelle länger, aber wie ich schon gesagt habe, organische Traffic, die nichts kostet, braucht halt eben mehr Zeit. Die braucht beansprucht mehr Zeit. Und wer die nicht hat, ja, der muss dann halt nachher gekaufte Traffic nehmen. Aber dieses Organische funktioniert also wunderbar. Es gibt Leute, die machen nichts anderes. Und das ist mit ein Grund für ihren Erfolg. Ja, weil die Leute kriegen ja Interesse an euch. Euch geht das ja vielleicht genauso. Wenn ihr Probleme habt und stellt die hier in eine Gruppe und es kommt immer ein und derselbe, keine Ahnung, der Gerard hat ein Problem, stellt das rein und der Vincent antwortet immer und sagt, hey, kannst du so machen, guck mal hier, guck mal da und es hilft dir jedes Mal weiter. Was macht das mit einem? Ja, das erzeugt ja Interesse an der Person. Also gucke ich mal auf das Profil vom Vincent. Ey, was ist das denn für einer? Versteht ihr? Das ist das Prinzip, was da so ein bisschen hintersteckt. Und ihr habt gleichzeitig Trust aufgebaut. Wenn ihr dann mal einen Affiliate-Link schickt oder mal sowas habt oder sagt hier, wenn du mehr Informationen willst, komm doch mal bei mir gucken, dann sind die Leute da viel, viel eher zu bereit, weil sie halt wissen, ja, genau, der liefert immer guten Inhalt und hat mir schon mehrfach weitergeholfen, das gucke ich mir doch gerne mal an. Okay? Also das dazu an der Stelle. Ja. Sollen wir nochmal weiter gucken hier mit dem Marketing? Also, und das ist jetzt auch so ein Punkt. Ja, Gerard hat noch was? Ja, wie erzeugst du denn, sage ich mal jetzt, wenn du organischen Traffic erzeugen willst, irgendwie wieder so ein Thema hast, wo du halt nicht so mit vertraut bist, ist das ja auch schwierig. Oder auch wenn ich jetzt, sage ich mal, mich jetzt nicht so tief in das Thema reingearbeitet habe, dass ich wirklich richtig Experte bin. Ja. Ja, ich sag mal, ein Fitnesstrainer zum Beispiel, der kann sich ja weitaus kompetenter da beraten als ich. Ne? Das spielt ja in dem Moment keine Rolle. Du siehst doch, was hier für Fragen kommen. Da stellt ja keiner jetzt irgendwelche komplexen Fragen zum Bereich Fitness. Und wenn, dann kannst du die halt vielleicht mal einmal nicht beantworten. Aber in der Regel, sag ich mal, die Fragen, die hier so auftauchen, die Fragen, die ich so in den Gruppen sehe, das sind alles Fragen, zumindest jetzt zum Beispiel bei mir in den Bilderall-Gruppen, sind das mittlerweile alles Fragen, die ich doch relativ gut beantworten kann. Da kommen so Sachen wie, wie kann ich denn im Pixel Perfect Zeitbilder bei Bilderall im Kasten die Farbe verändern? Oder wo finde ich den Eintrag für die Domain? Oder ich kriege meine Domain nicht aufgeschaltet. Was mache ich falsch? Oder ich habe oben auf den Domain-Link geklickt, aber die Seite geht nicht auf. Ja, dann hat er vergessen, die zu aktivieren. Also meistens sind das eher solche Fragen, die da kommen. Und ich glaube, die könnt ihr auch ganz gut beantworten. Aber auch da an der Stelle, wenn ich da unterwegs bin und bin da am Posten und bin da am Machen, werde ich eben von anderen auch als Bilderall-Experte wahrgenommen. Und das erhöht eben wieder meine Reputation, meinen Trust. Und so haben die Leute Interesse und gucken auch schon mal bei mir auf dem Account. Ja, weil die einfach wissen wollen, ja, wer ist der Typ denn, der eben hier ständig schreibt? Klar. Okay. Ja, gut. Ja, genau. Zum Posten von Links, das hatte ich aber schon gesagt, bitte immer nochmal den Admin fragen. Haut dann irgendwo irgendwelche Links rein. Das ist immer meistens nicht gern gesehen. Ob da nun nachher ein Affiliate-Link ist oder ein Link zu eurer Seite oder egal was für ein Link, meistens kommt das nicht so gut an. Darum am besten immer da vorher einmal den Administrator der Gruppe fragen. Und ja, mit Gruppen ist das auch so, wundert euch nicht, wenn ihr an der einen oder anderen Stelle auch mal rausfliegt. Ja, das passiert mir auch immer mal wieder, weil ich dann irgendwie wo gegen die Gruppenrichtlinien verstoßen habe. Ehrlich gesagt, bei 40 Gruppen lese ich mir die auch nicht mehr alle durch. Okay,
Und darum habe ich schon mal, keine Ahnung, da war letztes Mal irgendwas in der Gruppe, da durfte man nur montags posten. Ich hatte es jetzt auf den Donnerstag gelegt, weil ich mir die Restriktion noch nicht durchgelesen hatte. War dann doof gelaufen, zweimal donnerstags gepostet. Da war ich dann raus an der Stelle. Ja, meine Güte, dann ist das halt so. Dann sucht man sich halt eine neue Gruppe. Und also ein bisschen Schwund ist immer an der Stelle. Ja, nicht, dass ihr da nachher am Boden zerstört seid und in Tränen ausbrecht und denkt, oh, um Himmels Willen, die Gruppe will mich nicht haben. Was habe ich jetzt Schlimmes gemacht? Ja, ihr habt ja gesehen, auch jetzt hier Gerard zum Thema Fitness, da sind genug Fitnessgruppen, wenn man dann mal an der einen oder anderen Stelle aneckt, dann ist das so. Okay? Gut, dann ja, sucht auch seitwärts nach Gruppen, ist noch mein nächster Rat. Also hier jetzt zu dem Thema bei Vincent. Jetzt hat man ja zum Nischenmarketing nichts gefunden, also fange ich an und versuche mir so ein paar Synonyme zu überlegen. Was gibt es parallel dazu? Marketing, vielleicht Online-Werbung, vielleicht Arbeiten von zu Hause, spielt das da auch mit rein ins Nischenmarketing? Hm, könnte vielleicht, ja, und so würde ich mir hier jetzt auch entsprechend dann wieder nach Gruppen suchen. Ja, was hatten wir gesagt? Online Geld verdienen zum Beispiel, wird es mit Sicherheit viel zu geben, viele Gruppen, gucken wir mal, deutsche Gruppen. Ja, da scheint es wohl noch nicht so viele zu geben. Da hätte ich jetzt mit wesentlich mehr gerechnet. Ja, okay. Und ja, wie gesagt, da kannst du dann auch gucken, was gibt es hier für Gruppen, Online-Geld verdienen, Computer, Internet, Blog of Online-Marketing, der Online-Marketing-Blog, bla bla bla. Also ja, genau, muss man dann auch mal gucken, was es dazu gibt. Mir geht es halt darum, dass ihr auch so ein bisschen euch überlegt, also was gibt es vielleicht noch nicht nur zu dem Thema Schlagwort, sondern was gehört rechts und links vielleicht noch dazu, und in die Gruppen gehe ich auch. Ja, für die könnte das auch spannend sein. Und so habt ihr nachher auch zu jeder Nische mit Sicherheit ein Portfolio von, also Minimum 5, vielleicht sogar 20 Gruppen. Und das probiert mal. Legt euch das auf die Tage. Bei 20 Gruppen, keine Ahnung, wenn ihr 5 Tage macht, habt ihr jeden Tag, müsst ihr 4 Posts machen. Oder 4-mal in die Gruppe gucken und 4, 5 Antworten geben. Ich denke, das ist auch vom Zeitaufwand her noch relativ gut machbar. Das sind ja auch so Sachen, das kann man immer mal machen, wenn man irgendwo wartet. Ich mache das immer ganz gerne, sage ich mal, keine Ahnung, wenn ich auf dem Flughafen warte und muss da so ein bisschen Zeit totschlagen, in Anführungsstrichen, oder bin am Zug fahren oder am Bahnhof oder am Busbahnhof, oder wenn ich auf einen Termin warte und mein Terminpartner lässt mich vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde warten, dann hole ich eben mein Handy raus und mache sowas, gehe in die Gruppen, gucke, gibt es irgendwelche interessanten Posts und versuche da irgendwas zuzuschreiben. Dann habe ich auch so meine Zeit sinnvoll verbracht. Ja, und in welche Gruppen ich reingucke, das bestimmt dann hier eben da, wo ich sie gerade reinsortiert habe. In die Gruppen gucke ich dann eben, ist da was los, dementsprechend kann ich dann da schreiben. Ja, und so seid ihr da immer bei. Und so bekommt ihr Reputation und langfristig kennen euch die Leute im Internet, die wissen nachher, wer ihr seid. Ja, so entsteht für euch ein Brand und so entsteht für euch organischer Traffic. Und wie gesagt, immer nochmal diese 7er-Taktik. Ich halte es auch da an der Stelle für gut. 7-mal Content posten, bevor man überhaupt über einen Link nachdenkt. Ja, was noch gut geht an der Stelle ist, gerade auf Facebook, sind Videoposts. Keine Fotobeiträge machen, macht am besten Videos, weil Videos die höchste Aufmerksamkeit erzeugen beim Konsumenten. Mit Videos seid ihr immer ganz weit vorn. Also wenn ihr am Posten seid, wenn ihr irgendwo was in eine Gruppe postet oder sowas, macht es am besten per Videopost. Genau, und da kann man dann auch, man kann auch auf Fragen mit einem Videopost antworten. Ja, und statt dem zu schreiben, machst du einen Videopost zurück oder eine Sprachnachricht und sagst, hey, so und so und so kannst du das Problem lösen. Und dann kannst du an der Stelle da auch wieder sagen, Mensch, wenn dich die Lösung oder das an der Stelle da interessiert hat, ja, vielleicht magst du auf meiner Seite auch mal gucken können. Ja, auch das ist eben wieder eine Möglichkeit vorzugehen. Gut, und ansonsten ja, immer über eine persönliche Nachricht, helft den Leuten. Und nach dem 5., 6., 7. Mal helfen, kann man dann auch mal sagen, hey, wenn dich das interessiert, das Thema, schick mir doch eine persönliche Nachricht. Und in der persönlichen Nachricht könnt ihr dann quasi euren Link wieder setzen. Okay. Ja, dann, also das erstmal soweit zum Thema Facebook. Soll das jetzt erstmal reichen? Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Art vorzugehen.
Ich weiß, das scheint erst ein bisschen suspekt, aber probiert das mal aus. Das funktioniert wirklich wunderbar. Und es kostet nichts. Gut, nächste Möglichkeit, organische Traffic zu erzeugen. Klar, dies funktioniert natürlich auch auf Instagram, genauso wie auf Facebook, gar keine Frage. Nächste Möglichkeit für organische Traffic, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, ist YouTube. Ja, YouTube, Riesenplattform, zweitgrößte Suchmaschine im Internet nach Google. Ja, YouTube hat den großen Vorteil, dadurch, dass es eine Videoplattform ist, dass ihr immer diese Personalisierung direkt drin habt, ne? Man spricht die Leute direkt an, ihr seid als Mensch zu sehen, nachvollziehbar. Das macht natürlich nochmal eine ganze Ecke mehr aus. Und YouTube hat einen riesen Verbreitungsgrad weltweit. Wie gesagt, das ist die zweitgrößte Suchmaschine. Und wenn ihr bei YouTube mal gut gerankt seid, erhöht das automatisch auch das Ranking in Google. Ja, darum ist es auch immer sinnvoll, mit YouTube irgendwo anzufangen und zu starten. Ja, zu YouTube, da würden wir vielleicht, möchte ich auch mal gerade mit euch einmal eben hinspringen. Moment, so, YouTube, gucken wir uns das mal an hier, und zwar YouTube, ja, nee, was suche ich jetzt? Ich suche jetzt mal Builderall, das Master Training, so, da haben wir Builderall Master Training, genau. Jetzt gucke ich mal hier, das ist auch von der Shelly, ob wir irgendwo ein Video finden, wo dann auch ein Link drunter ist. Also, wenn ihr hier solche Videos macht, ich mache hier einfach mal irgendwie eins auf. So, okay. Ja, jetzt seht ihr schon, also die Shelly stellt hier so Videos online zu den verschiedensten Themen. Das ist jetzt zum Beispiel Builderall Master Training Saving Leads in MailingBoss. Und das ist nur so ein 2-Minuten-Video. Da macht sie, zeigt so kurze kleine Sequenzen nur. Ist also immer eine super Sache, so vorzugehen. Eben bei YouTube so ein kleines Video reingestellt. Und seht ihr schon dann hier unter dem Video, könnt ihr eben in eure Beschreibung, da könnt ihr eure entsprechenden Links hin posten. Ja, eure Affiliate-Links setzen. So kann man da vorgehen. Und das ist immer auch eine super coole Sache, weil YouTube eine sehr dynamische Plattform ist und Leute, die hier gucken, gucken auch gerne mal in euer Profil rein. Ihr könnt euch hier auch so einen ganzen Kanal und alles erzeugen und das sorgt nochmal für richtig Traffic-Schub. Also YouTube ist da eine super Adresse. Und wie gesagt, man muss da gar nicht so viel machen. Wer jetzt keinen Bock hat, sich da selber drin abzubilden, der nimmt halt so über die Bildschirmaufnahmefunktion einfach auf. Ich weiß nicht, ob es in Windows das standardmäßig auch drin hat. Beim Mac könnt ihr das über QuickTime machen. Und da könnt ihr quasi den Bildschirm aufnehmen und dann auch solche kleinen Erklärvideos herstellen. Die postet ihr dann auf YouTube und unter das Video packt ihr in die Videobeschreibung dann immer entsprechend eure Links rein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu Builderall ein Video machen würde, so ein kurzes Einführungsvideo, hey, was ist die Builderall-Plattform, wie funktioniert sie, was sind die Vorzüge, mach so ein 5-Minuten-Video, dann klatsche ich hier unten in meine Videobeschreibung da entsprechend meinen Builderall-Affiliate-Link rein. Okay? Und so habt ihr auch wieder eine Möglichkeit, zum einen, dass die Leute auf euren Affiliate-Link klicken und zum anderen habt ihr das nochmal wieder als Reputation und als organische Traffic-Maschine über YouTube dann eben. Und unten in die Videos würde ich dann immer nochmal, ich weiß nicht, ob Shelly das hier auch gemacht hat. Nee, sehe ich jetzt gerade nicht. Also es ist auch immer nochmal eine Möglichkeit oder so ein Tipp, macht hier so einen Absatz rein, den nennt ihr Keywords und dann haut ihr da eure Keywords rein, zu denen ihr in YouTube gefunden werden wollt. Ja, ist auch nochmal eine gute Möglichkeit, dann entsprechend, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Builderall-Training mache, würde ich als Keyword immer eingeben, natürlich Builderall-Training, ja, damit ich dann auch dazu gefunden werde. Und nach Möglichkeit packt ihr das dann auch nochmal hier wieder in den Titel des Videos zu rein, Builderall-Training, und dann habt ihr schon gute Chancen, bei YouTube entsprechend hochgerankt zu sein zu dem Thema. Okay, und ja, natürlich gilt auch für YouTube an der Stelle, wie überhaupt im gesamten sozialen Netzwerk oder Internet, hochwertiger Content, keinen Schrott.
keinen Schrott posten. Das macht den Ruf oder den Trust eher kaputt. Dann lieber gar nichts machen. Nee, ist auch nicht richtig, aber ja, sorgt für hochwertigen Content. Nur darüber bekommt ihr Trust, nur darüber bekommt ihr Reputation. Das ist wirklich das A und O, egal auf welcher Plattform ihr unterwegs seid. Das gilt für Facebook, das gilt für Insta, das gilt ja auch für YouTube. Ja? Und wenn ihr jetzt auf YouTube hier so ein Video mal machen wollt, ist meine Empfehlung an der Stelle, schreibt euch vorher ein kurzes Skript, keine Ahnung, in PowerPoint oder mit Word, eben so ein paar Stichpunkte, was ihr im Video abhandeln wollt, damit ihr das nicht vergesst. Na, ihr seht ja, ich mache das hier auch immer für meine oder für unsere Bootcamps hier auch, weil sonst so beim Reden und beim Machen und dann sind noch mal Fragen, vergisst man nachher die Hälfte und nachher die Themen, was man besprechen wollte, gar nicht abgehandelt. Das ist dann immer ganz ärgerlich. Und während man das macht, also auch da spreche ich aus Erfahrung, fällt einem das gar nicht auf und hinterher guckt man sich das an und denkt, ich habe ein ganzes Thema vergessen, was soll das denn? Das ist ja doof. Also wie gesagt, schreibt euch da so ein kurzes Skript, so einen kleinen Fahrplan und ja, wenn ihr nicht möchtet, dass das hier so wie bei mir, ich habe halt den Zettel hier neben mir liegen, ich mache da auch keinen Hehl draus, das sieht man halt, dass ich da zwischendurch mal drauf gucke. Ich finde das jetzt auch nicht so schlimm, aber ich sag mal, für ein Werbevideo wäre das natürlich was anderes. Da sieht das doof aus, wenn du ein Werbevideo machst oder beim Nachrichtensprecher und der guckt immer die ganze Zeit so und erzählt dann was. Das ist natürlich nicht so schön. An der Stelle kann man sich den Skript vielleicht auch aufs Handy laden und stellt sich das Handy dann hinter die Kamera oder hinter den Fernseher, hinter euren Rechner. Dann könnt ihr es quasi euren Text nachher oben hinten am Rechner, hinterm Rechner ablesen und dann sieht das so aus, als ob ihr immer schön in die Kamera guckt, dann ist das so ein bisschen wie beim Teleprompter. Okay, und ja, dann noch ein Tipp, traut euch, ne? Ja, das ganze Gerede, das ganze Gemache und das ganze Gewusel macht keinen Sinn, wenn ihr euch nicht mal traut. Traut euch einfach mal davor, haut einfach mal was raus, stellt was on. Das kommt nicht drauf an, wie schön das ist. Wirklich nicht. Es kommt auf den Content an. Ja, habe ich mich auch mit der Shelly drüber unterhalten. Ihr bestlaufendes Video hat fast 10.000 Aufrufe. Da sitzt sie auf einer braunen Couch, unfrisiert, ungeschminkt, noch mit einem Pyjama an. Das Video hatte aber den Inhalt, wie man mit Bilder euer Geld verdient und ist das ihr meistgeklicktes Video nach wie vor. Und sie hat andere richtig hochprofessionell produzierte Videos mit einem entsprechenden Hintergrund, mit einer entsprechenden Superkamera aufgenommen und allem Zip und Zap. Und die ranken lange nicht so hoch. Ja, also da nochmal, warum sage ich das ja, um euch nochmal auch da ganz klipp und klar zu zeigen, es hängt nicht vom Drumherum ab oder wie toll mein Equipment ist, was ich benutze, sondern es hängt tatsächlich vom Inhalt ab, den ich ja verbreite und habe. Und darum, auch da, wenn ihr sagt, ja, mein Inhalt ist gut, ich habe das gesehen, ich habe das gecheckt, ich sehe ja auch, was andere so machen und vertreiben und erzählen, dann ist mein Inhalt wirklich gut. Und wenn ihr das so für euch verifiziert habt, ja, dann ran an Speck, traut euch, macht was, nehmt was auf, das kommt nachher nicht drauf an. Ich habe auch ein paar Videos, wo ich hinterher denke, meine Güte, wie sehe ich denn aus oder warum hast du da denn so komisch gekichert? Ja, who cares? Okay. Und ja, ne, auch da, einige finden euch halt gut und andere finden euch nicht gut. Aber die euch nicht gut finden, es lohnt sich auch nicht, sich für die zu verbiegen, weil es wird immer welche geben, die euch nicht gut finden. Also das ist auch nie ein Anspruch, den ihr haben solltet, irgendwie allen immer gerecht zu sein. Ganz im Gegenteil, seid so, wie ihr seid. So, wie ihr seid, seid ihr okay. So, wie ihr seid, seid ihr auch richtig. Weil so, wie ihr seid, sprecht ihr auch genau eine Gruppe an, die ich vielleicht nicht anspreche oder der Nächste nicht anspricht. Ja? Also auch da bin ich mir ganz sicher, egal wie ihr seid, ihr werdet immer Fans finden. Ihr werdet auch immer welche finden, die euch nicht gut finden, auch die, aber ihr werdet auch immer Fans finden. Ja? Also es sind beide Seiten da. Nie nur eine. Gut. Ja, von meiner Seite aus war es das eigentlich vom Inhalt her. Morgen möchte ich mit euch ganz gerne nochmal eingehen auf bezahlte Werbung.
Ja, heute waren wir jetzt rein bei organischer Werbung. Wie kriege ich kostenlose Traffic auf meine Seite für meinen Link, für meine Projekte, für meine Produkte? Und morgen kümmern wir uns ein bisschen um die Bezahlgeschichten. Facebook-Werbung, Solo-Werbung, Solo-Ads, YouTube-Werbung etc. Und da möchte ich morgen mit euch nochmal so ein bisschen, ja, nee, werden wir vielleicht morgen noch nicht machen, aber so, ich sag mal, den Rest der Woche werden wir auf jeden Fall noch eine Landingpage erstellen, ja, dass ihr nochmal wieder ein bisschen in die Build-Out-Plattform und ins Machen kommt und nicht nur ins Zuhören. Aber wie gesagt, ich hatte euch ja versprochen, dass das diese 14 Tage ein bisschen mehr erzählen ist, ein bisschen weniger zu machen ist, damit ihr euch euren Lead-Magnet und euren Sale und eure Produkte soweit auch fertig machen könnt. Und da auch nochmal der Hinweis, nächste Bootcamp Nummer 4, Sales Funnel, da ziehen wir das Tempo wieder ein bisschen an. Da wird es wieder ein bisschen mehr in der Build-Out-Plattform zu tun geben, da ist wieder ein bisschen mehr auch für euch umzusetzen und zu machen. Okay, ja, dann noch die Hausarbeit zu morgen. Hausarbeit zu morgen ist, guckt einfach mal in Facebook rein und setzt euch mit euren Gruppen auseinander, die für eure Nische interessant sind, und meldet euch wenigstens in 5 Gruppen an und fangt an zu posten. Das wäre Hausarbeit zu morgen. Okay. Von euch noch Fragen? Irgendwelche Wünsche noch? Habe ich irgendwas vergessen? Wollt ihr noch speziell irgendwie was wissen? Keine Ahnung, irgendwas zu Instagram, Facebook, irgendwie? Vincent? Also mir ist das jetzt aufgefallen, wir sollten uns ja die ganzen Affiliates mal angucken, und ich musste dann ja mein PayPal-Konto noch einrichten auf ein Business-Konto, und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ihr habt das wahrscheinlich schon gemacht oder so, aber ich habe mir dann die Frage gestellt, was man da als Beruf angeben sollte, beziehungsweise als was man da verkaufen soll oder macht, und da hat PayPal jetzt nicht unbedingt Marketing oder sowas zur Auswahl. Ich wollte gerne mal von euch wissen, was habt ihr da so reingeschrieben? Weil vielleicht kann ich mich an dem ein bisschen orientieren. Ja, wenn ich da vielleicht was zu sagen soll, also genau, ja, PayPal fragt das halt ab für das Business-Konto, genau, das muss auch ein Business-Konto sein, und die fragen dann halt die Nische ab. Also ich sag mal, so super entscheidend ist das nicht. Das nutzen die halt für ihre internen Statistiken und Auswertung. Wenn jetzt Marketing da nicht zu finden ist, kann man da nehmen irgendwie was mit Sales, Verkauf, Vertrieb, Affiliate, und sucht nach solchen Begrifflichkeiten, die in etwa das widerspiegeln, was ihr macht. Ja, aber irgendwas mit Vertrieb wird es garantiert geben, Online-Vertrieb oder irgendwie sowas, was denn in etwa das eure Tätigkeit da dann beschreibt. Ja, okay. Sonst noch einer was auf dem Herzen? Gut, ja, dann scheint ja auch alles zu laufen. Das ist ja schon mal super gut. Und ja, wenn ihr so nichts mehr habt, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an der Stelle. Wir sehen uns morgen um 8 Uhr dann wieder. Und ja, bis dahin denke ich, es sollte morgen auch wieder sämtlicher Content on sein. Ich bin dann mit Builder All Bootcamps soweit wieder auf dem Stand der Dinge. Habe heute ein bisschen Videos schon hochladen können. Und ja, dann sind wir da eigentlich auch wieder up to date. Bau dann an diese Woche noch an der Mobile-Seite weiter. Das hatte ich euch ja versprochen, dass ihr dann irgendwo vielleicht zum Ende der Woche hin dann auch mobil zugreifen könnt. Aber da sage ich euch dann auch nochmal entsprechend wieder Bescheid. Okay, ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle und sage bis morgen. Ciao.